Hallihallo, meine lieben Singles, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal bei Freyas Orakel und Wegweiser. Wir wollen jetzt mal hier bei euch in die nächsten Tendenzen reinschauen. Ja, wo es denn jetzt hier hingeht als Single. Und ich kann schon sehen, dass hier jemand aus der Vergangenheit zurückkommt. Das ist schon mal so. Ne, also mal schauen, was sich aber gleich noch so zeigen wird für euch. Ja, ich bedanke mich auch hier für eure lieben Kommentare, für eure Likes und ich begrüße auch alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Denkt bitte, das ist eine Kollektivlegung, kann nicht hundertprozentig auf jeden Single hier zutreffen, aber du wirst natürlich spüren, wenn das hier deine Legung ist. Ne? Für den einen oder anderen, der hier drauf trifft auf dieses Single-Orakel, kann das natürlich auch kleine Impulse sein, die hier in der nächsten Zeit auf dich zukommen werden oder auch können. Ja, in der nächsten Zeit geht es hier darum, und das sieht man schon ganz gut, sich aus einer Bedürftigkeit, aus einem Mangel zu befreien. Ne? Also wir haben ja die Naudis, die sagt immer, hier ist eine Bedürftigkeit, hier ist ein Mangel. Und mit der Otala, das ist der Zauberknoten, da kann man sich daraus befreien. Ne? Da kann man überlegen, lässt man sich davon weiter noch einschnüren von diesem Mangel oder befreie ich mich von diesem Mangel. Und das wirst du tun, weil hier mit den Lektionen deiner Seele dann ein Wandel geschehen kann. Ne? Und ich verstehe, dass ich ohne Bewegung nichts entwickeln oder wachsen kann. Ja, das heißt natürlich, dass du dich als Single hier bewegst, ne? Aus einer Mangelsituation heraus, dass du, das können zum Beispiel Sachen sein, wenn du jetzt mit einem Menschen hier zu tun hast, nicht fest mit diesem zusammen bist, du bist ja auch Single, ne? Es ist ganz klar, dass du dich vielleicht von diesem Menschen befreist, ne? Dass du sagst, okay, dann wandle ich die Situation, das dauert mir hier zu lange oder hier kommt eh nichts rein, ich befreie mich von der Situation und da kann sich auch gleichzeitig etwas hier für dich wandeln. Ne? Wenn du natürlich sagst, die ganze Zeit dir gesagt hast, da kommt eh niemand, ich habe eh kein Glück, und du fängst dann an, dich von diesen Gedanken zu befreien, denkst vielleicht positiv, dass du einen tollen Menschen verdient hast, zum Beispiel in deinem Leben. Ne? Auch dann kann sich eine Situation wandeln, auch dann kann dieser Mangel endlich rausgehen. Ne? Wichtig ist, dass du dich bewegst. Ja, dann haben wir hier die Königin der Schwerter und das könntest du sein oder auch eine Energie von dir. Es ist ganz einfach so, dass du Klarheit hier über eine Sache gewinnst. Ne? Du triffst hier Entscheidungen, wieder in deine Kraft reinzukommen. Ne? Mit dem Vier der Münzen überlegst du, was kannst du festhalten, was kannst du loslassen. Und dann machst du dich auf hier mit dem Ritter der Schwerter. Du triffst die Entscheidung, dich hier aufzumachen. Und ja, das Rad des Schicksals vorwärts zu bewegen, ne? Dass du dich in deinen schicksalhaften Sachen ranmachst. Wir haben hier noch einige Konflikte, vielleicht waren die im Inneren mit dir, die dich harte Arbeit auch gekostet haben. Aber das Ganze wird dir erfolgreich, ja. Du kannst dich befreien, du kannst hier mit dem Tod und der Wiedergeburt, kannst du dich die Dinge beenden, also diesen Mangel, denke ich mal, ne? Was da war. Und kannst hier von vorne starten, ne. Und das ist hier wichtig. Ne? Und ich sehe hier jetzt gleich auf Anhieb, wenn ich hier das mal sehen kann, sagen darf, ein Ritter der Kelche. Ne? Und der Ritter der Kelche, das ist eine romantische Person, das ist eine Person in Gefühlen, ganz einfach. Ne? Und entweder geht es um diesen Menschen, dass so ein Mensch in dein Leben kommt, oder es ist deine Energie, dass du in so einer romantischen, gefühlvollen Energie bist. Ne? Aber mir kommt eher rein, du bekommst hier eine Nachricht von einem Ritter der Kelche. Ne? Und hier wird mit diesem Ritter der Kelche kann eine Wiedervereinigung stattfinden, eine Zusammenkunft, die dich auch glücklich macht. Es war jemand wahrscheinlich in der Vergangenheit, weil die Sechs der Kelche umgedreht sind, den du gegenüber misstrauisch warst, der dich vielleicht auch enttäuscht und verletzt hat. Und mit diesen Menschen kann jetzt wieder etwas ins Wachsen reinkommen. Ne? Also hier pflanzt man jetzt wieder die Dinge an, es kommt wieder was ins Wachsen rein und man kann natürlich auch hier jonglieren. Es geht darum, die Balance hier wiederzufinden. Also das ist jetzt erstmal so das eine Szenario. Das andere kann natürlich sein, dass du hier wieder in deine Gefühle kommst, ne, dass du diesen Mangel aus dir rausholst, also ne, dass du dich von diesem Mangel befreist, was wandelst
und hier wieder in deine romantischen Gefühle reinkommst, ne, dass du hier feiern tust. Vielleicht gehst du auch mit Menschen weg, ne, du tust dir die Vergangenheit, von dieser Vergangenheit verabschiedest du dich, was du erlebt hast. Und dann versuchst du hier wieder ganz weise so für dich die Dinge, ja, die Dinge ganz einfach anzupflanzen, ne, die Dinge ganz einfach zu ernten, ne, dass du hier wieder in deine eigene Balance reinkommst. Also diese zwei Sachen habe ich hier, ne? Entweder der Ritter, der aus der Vergangenheit wiederkommt, ne, der dich vielleicht in der Vergangenheit schon mal so ein bisschen, ja, also Sechs der Kelche sagt er auch immer, nee, nicht Sechs der Kelche, doch Sechs der Kelche, ne, dass man enttäuscht wurde, ne? Genau, von jemanden. In der richtigen Kopf, in der richtigen Lage sind ja die Sechs der Kelche, die Wiedervereinigung, die Freude, ne? Ja. Und hier ist es ganz einfach, du wirst von diesen Menschen vielleicht auch enttäuscht. Für wieder andere habe ich das so, jetzt kommt mir noch eine dritte Möglichkeit, dass du dich vielleicht von diesem Ritter der Kelche, also einige befreien sich auch von einem Ritter der Kelche, wir haben ja hier mehrere Singles, ne? Und der dich enttäuscht hat, und dann versuchst du hier deine eigene Balance im Leben wiederzufinden und zu sagen, okay, die Welt wartet auf mich, ne? Hier warten noch andere Personen auf mich, und ja, das kann ja auf dich zukommen, ne? Der Ritter der Kelche ist ja nicht der einzigste Mensch, den es auf der Welt gibt. So ungefähr, ne, sagt ihr das. Ja, und das ist richtig gut. Also diese drei Szenarien, entweder deine eigene Entwicklung oder jemand aus der Vergangenheit oder du befreist dich von dem Ritter der Kelche. Aber ich denke eher, dass jetzt so eine Wiedervereinigung stattfinden wird mit einem Ritter der Kelche. Ne? Das kommt mir ja für ganz viele rein. So, dann haben wir noch den Fuchs. Ja, da war vielleicht eine Enttäuschung gewesen, ne? Schon eine lange Zeit hier. Vielleicht war aber auch eine Enttäuschung und die Zeit ist jetzt vergangen. Man ist vielleicht von diesem Schmerz geheilt. Wir sehen hier den Neuanfang. Ne? Klar, hier setzt man noch gewisse Masken auf. Man versucht hier eine Lösung für eine Verbindung zu finden und macht sich halt vorwärts. Ne? Vielleicht ist man hier immer wieder so Konflikten begegnet, wenn es um die Begegnung ging, wenn es um die Begegnung selbst ging. Das Ganze war irgendwie belastet, vielleicht, dass man sich auch trifft hier. Wir sehen, das wird bereinigt im Inneren auch. Man kommt wieder zu mehr Freude, Energie. Hier ist ein kleines Glück dabei und man gewinnt wieder an mehr Stärke. Ne, man hatte hier einen großen Kummer mit einer Person gehabt. Ne? Ja. Okay. Wir haben hier eine große Anziehungskraft mit den Lilien. Anziehungskraft, hier sind Gefühle mit einem Menschen. Ne? Also für die, die wirklich auf ihre eigene Harmonie wieder gucken und sich vielleicht auch befreien von einem Ritter der Kelche. Man hat zwar noch, man spürt zwar noch diese Anziehungskraft, aber man findet auch hier in die eigene Harmonie wieder zurück. Ne? Und ja, aber im Inneren muss ich wirklich sagen, weil hier noch das Geheimnis in der Mitte ist, im Inneren ist noch was Verborgenes, ne? Da ist hier, da geht es um ein Treffen, um eine Einladung, die an einem nagt, ne? Und ja, vielleicht hast du ja Angst, wenn dieser Mensch wieder aus der Vergangenheit zurückkommt, dass es dann wieder nagt hier an diesen Einladungen, dass wieder nichts kommt. Ne? Und dass dich das aber auch so ein bisschen in deinem Inneren, ne, den Frieden und die Harmonie trüben wird. Ja, also, ja, solche Sachen kommen ja hier rein. Ne? Ja, meine lieben Singles, sehr, sehr interessant. Also, du kannst ja jetzt mal schauen, wo du dazugehörst, ne? Ob da jetzt jemand aus deiner Vergangenheit zurückkommt oder schon kam jetzt, ne? Oder ob du dich von einem Menschen befreist, mit dem du nie zusammen warst, aber mit dem du trotzdem irgendwie in der Verbindung nebenbei so warst und da nie was kam, nie was zurückkam. Oder ob du das für dich selbst machst, ne? Diese ganze Sache, dass du hier deine eigene innere Harmonie wieder versuchst zu finden, aber das Ganze trotzdem an dir nagt. Kann natürlich auch sein, dass du erst eine Enttäuschung hinter dir hattest, ne? Und dich deshalb dann irgendwie befreit hast.
Na, von einem Menschen. Man muss ja auch nicht immer gleich in einer Beziehung gewesen sein mit einem Menschen. Manchmal passieren ja auch Sachen in der Kennenlernphase, ne, dass man enttäuscht wird, belogen wird, ne, dass so eine kleine Notlüge aufgesetzt wird oder sowas. Das kommt mir ja auch mit dem Fuchs rein, gell? Ja, da wollen wir mal schauen, wo sind meine Liebeskarten, was die Liebeskarten dazu sagen für die Singles. Was ist denn hier in der Liebe für die Singles? Das ist die Botschaft. Lausche in dich hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Na? Und die untere Botschaft, Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Ja. So, meine lieben Singles, also, wenn ihr so ein Ritter der Kelche auf euch zukommt, ne, lauscht gut in euch herein, schaut, was hinter deinen Gefühlen steckt und ja, und bearbeitet das Ganze, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall hier alles, alles Liebe, ganz, ganz viel Glück und bis bald. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.